Australia trifft Austria. Oder besser gesagt, Victoria Chorale trifft Collegium Vocale. Der Chor aus Melbourne hat gerade eine Europatournee hinter sich. Letzter Stopp, Kapfenberg. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich habe letztes Jahr und auch vor 2 Jahren mit dem Helmut Draxl was zusammen gemacht. Ich habe das Orchester, das Symphonische Orchester Kapfenberg dirigiert. Und wie es heute ist, man spricht und man spricht mehr, dann trinkt man und dann spricht man wieder. Und da ist der Gedanke gereift, dass man doch ein Austauschprogramm mit den Chören machen kann. Außerdem kommt Chorleiter Mario Dobernick ursprünglich aus St. Margareten bei Knittelfeld. Nur ein weiteres Bindeglied der österreichisch-australischen Freundschaft. Das ist sehr nett. Es ist ein sehr, sehr entspannter und sehr freundlicher Chor. Wir haben schon den letzten Abend miteinander verbracht und waren heute schon gemeinsam auf der Burg und haben eine kleine Wanderung gemacht. Fast freundschaftlich, obwohl wir uns noch gar nicht so gut kennen. Das Publikum jedenfalls war von diesem länderübergreifenden Chorkonzert vollends begeistert. Fortsetzung durchaus erwünscht. Ende August geht es jetzt aber erst einmal für das Collegium Vocale nach Frankreich. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn ursprünglich wäre ein Auftritt in Notre-Dame de Paris auf dem Programm gestanden. Doch die Kathedrale ist ja bekanntlich ein Opfer der Flammen geworden. Die Reise war natürlich längst organisiert und geplant und alles Reims war fix, da singen wir ein schönes Konzertprogramm. Auch in der Notre Dame, aber halt in der Notre Dame de Reims. Und in Paris singen wir jetzt in einer wunderschönen, alten, riesengroßen Kirche, die sogar einen Kulturschwerpunkt hat. Das taugt uns natürlich. Das ist Saint-Eustache, falls ich das jetzt richtig sage. Und freuen wir uns genauso. In diesem Sinne, bon voyage. Australia trifft Austria. Oder besser gesagt, Victoria Chorale trifft Collegium Vocale. Der Chor aus Melbourne hat gerade eine Europatournee hinter sich. Letzter Stopp, Kapfenberg. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich habe letztes Jahr und auch vor 2 Jahren mit dem Helmut Draxl was zusammen gemacht. Ich habe das Orchester, das Symphonische Orchester Kapfenberg dirigiert. Und wie es heute ist, man spricht und man spricht mehr, dann trinkt man und dann spricht man wieder. Und da ist der Gedanke gereift, dass man doch ein Austauschprogramm mit den Chören machen kann. Außerdem kommt Chorleiter Mario Dobernick ursprünglich aus St. Margareten bei Knittelfeld. Nur ein weiteres Bindeglied der österreichisch-australischen Freundschaft. Das ist sehr nett. Es ist ein sehr, sehr entspannter und sehr freundlicher Chor. Wir haben schon den letzten Abend miteinander verbracht und waren heute schon gemeinsam auf der Burg und haben eine kleine Wanderung gemacht. Fast freundschaftlich, obwohl wir uns noch gar nicht so gut kennen. Das Publikum jedenfalls war von diesem länderübergreifenden Chorkonzert vollends begeistert. Fortsetzung durchaus erwünscht. Ende August geht es jetzt aber erst einmal für das Collegium Vocale nach Frankreich. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn ursprünglich wäre ein Auftritt in Notre-Dame de Paris auf dem Programm gestanden. Doch die Kathedrale ist ja bekanntlich ein Opfer der Flammen geworden. Die Reise war natürlich längst organisiert und geplant und alles Reims war fix. Da singen wir ein schönes Konzertprogramm. Auch in der Notre-Dame, aber halt in der Notre-Dame de Reims. Und in Paris singen wir jetzt in einer wunderschönen, alten, riesengroßen Kirche, die sogar einen Kulturschwerpunkt hat. Das taugt uns natürlich. Das ist Saint-Eustache, falls ich das jetzt richtig sage. Und freuen wir uns genauso. In diesem Sinne, bon voyage.